damit herzlich willkommen zu Let's Play Darksiders 2. Ja, ich habe mir lange überlegt, ob ich es Let's Playen werde. Und bin dann doch dennoch dazu gekommen, es zu machen. Weil, ja, ich wollte es mal antesten. Hat mir Bock gemacht und ich habe gesagt, ja, komm, machen wir einfach mal ein Let's Play daraus. Und ja, es ist ja noch nicht so lange draußen, ich glaube erst 2 oder 3 Wochen. Und ja, also kein Thema ist jetzt noch anzufangen. Was kenne ich über das Spiel? Eigentlich gar nichts, also ein Blind Let's Play. Und ja, wir werden uns überraschen lassen, was uns hier erwarten wird. Ich bin heiß drauf. Und los geht's. Es wird ungefähr also 50 Parts sein, denke ich mal, so um die 50 Parts. Also werden wir das aufteilen, also irgendwie jeden Tag 2 Folgen. Ich glaube, das ist drin. Bis wir dann am Ende dieses Monats Borderlands 2 spielen können. Und ja, Spiel starten. Ne, wir wollen hier lange nicht so lange quatschen. Wir wollen ja auch was sehen. Leerer Speicherplatz. Dieses Spiel speichert an bestimmten Stellen automatisch. Bitte beenden Sie nicht das Spiel, während Sie das entsprechende Anzeige sehen. Okay. Schwierigkeit. Apokalypse. Normal. Einfach. Ja, wir waren normal. Stellen Sie Gamma-Wert so ein, dass die äußeren Gruben ganz schwach sichtbar, aber nicht schwarz sind. Also bei mir jetzt so, aber weil es YouTube ist, machen wir das einfach mal so. Also lassen wir das einfach so, weil die machen das halt ja immer ein bisschen dunkler oder, ja. Oh, er lädt. Jetzt ist ja ein Video, oder? Also nicht wirklich so ein Lade... Okay, doch ein Ladebalken. Während des Fokussieren mit Umschalt drücken Sie in Richtung Alt, um auszuweichen. Es gibt kein Leben ohne Ordnung. Gut, Böse, Finsternis, Licht. Es muss Gleichgewicht im Universum herrschen. So lautet der Erlass des Feurigen Rates, einer uralten Institution vom Schöpfer beauftragt, das Gewebe der Existenz selbst zu bewahren. Doch das Gewebe wurde gebrochen. Selbst jetzt schwelt die Erde im Ruin. Den Dämonenfürsten anheimgefallen und der Zerstörer formt unter seinen Auserwählten ein neues Reich. Man sagt, der Reiter Krieg habe die Apokalypse ausgelöst. Er sei zur Erde geritten und habe die Menschheit verdammt. Doch was ist mit den anderen Reitern, furchtlosen Durchsetzern des Willens des Rates? Was ist mit Wut, Streit und Tod? Um diese Namen zu kennen, bedarf es erst eines anderen, die Nephilim, ein verfluchtes Bündnis aus Engeln und Dämonen. Die Nephilim haben zahllose Reiche dem Schwert ausgesetzt und zu Asche verbrannt. Doch 4 von ihnen wurden des Schlachtens müde und fürchteten, dass ihre Eroberung das Gleichgewicht gefährdet. Und es wurde ein Pakt geschlossen. Die 4 würden dem Rat dienen und dafür unvorstellbare Macht erhalten. So entstanden die gefürchteten Reiter. Und ihre erste Aufgabe war, ihre eigenen Brüder aus der Schöpfung zu tilgen. Die Nephilim auszulöschen, ihre Seelen zu vernichten. Richten wir nun unseren Blick auf den einen unter den 4. Nicht Krieg, der zu Füßen des Rates angekettet seine Unschuld beteuert, sondern jener, der mehr als alles andere seinen Bruder retten will. Er hat viele Namen. Brudermörder, Henker. Wir nennen ihn Tod. Cool, also spielen wir im zweiten Teil mit Tod. Das ist auch geil. Um Kriegsfreiheit auszuhandeln, schwor Tod, die Menschheit zu retten. Er wusste nicht wie. Und so ritt Tod los, in eisige Nebel, um den Hüter der Geheimnisse zu finden.
sieht auf jeden Fall schon verdammt geil aus. Obwohl das Comic-Grafik ist. Nice, jetzt gehen wir auch vor. Leuchtet immer dann. Achso. Der Schleier. Nein, wir wollen nicht wegschicken, oder? Nice. Ist auch geil. Anscheinend sollen wir da hinten hin. Zu diesem hohen Dom. Verdammt geil. Okay. Okay, das haben wir auch verstanden. Schönes Tutorial. Ach, jetzt schon kämpfen, okay. Bäh. Hm. Drücken Sie halt, um eingehende Angriffe auszuweichen. Komm, Combo. Nice. Kann man das irgendwie nehmen? Nehmen? Fall nach unten. Was heißt das? Fall nach unten. Was heißt denn das? Fall nach unten. Kann man das irgendwie hier bei den Optionen? Moment, Moment, das schauen wir gleich. Oh, nee, doch nicht. Okay, ich dachte schon wieder. Weil jetzt hatte ich vorhin auch. Dachte, das Spiel ist irgendwie abgestürzt oder so. Fall nach unten, gibt's das hier irgendwo? Was heißt Fall nach unten? Alter, das ist jetzt hier schon am Anfang, weißt du? Mal, steht hier irgendwie was von Aufheben? Also, Meldung benutzen. Ich will es gerne aufheben. Pferdesteuerung. Waffensteuerung, hatten wir es hier oben schon? Springen, Aktion ist loslassen. Sensenangriff, ausweichen, Zwischenlauf wechseln, zielen, Ausrüstung benutzen. Chronik öffnen, Reaper Gestalt, Verzweiflung rufen. Aufs Feind fokussieren. Keine Ahnung, wäre jetzt auch egal. Das wird mir wahrscheinlich noch nachher erklärt oder so. Ja, egal. Kann man irgendwie schnell laufen? Die Dunkelfestung. Ja. Doch, sieht danach schwer aus. Alles klar. Oh. Weiche Spitze der Dunkelfestung. Mal gucken, was mich da erwarten wird. Bewegen Sie sich schräg auf eine Wand zu und sprengen Sie mit der an die Wand. Geil. Ja, das hat Style. Nice. Scheint nicht mehr so ganz neu zu sein. Code Tod kann sich überholt. Bleiben in der Umgebung fortbewegen. Springen Sie mit Leer zu einem Balken um ihn. Okay. Was ist das für eine Stimme? Könnten Sie umschalten, um sich von einer senkrechten Blick zu beugen? Achso, okay.
Was ist das für ein Typ? Kenne ihn nicht. Muss ich das? Ach ne. Komm. Das Gold kann ich aufheben, aber die ganzen Sachen doch noch nicht, oder? Ne, anscheinend ja nicht. Egal. Drücken Sie halten. Drücken und halten Sie A an Wand und Funktion zu drücken Sie dann. Okay. Komm, stirbt ihr Skelettviecher auf auch immer seid. Erinnert mich ein bisschen an Eiskrozider da aus WoW. So, jetzt ist er tot. Laufen Sie direkt auf Gewächse an einer Wand zu und springen Sie mit, um die hochzuklettern. Hier sind doch aber noch Gegner. Laufen Sie direkt auf Gewächse. Ach so. Kommen wir noch an der Decke? Ja, geil. Das brauchst du mir nicht zu sagen. Wer ist das? Wollen wir mit den Gegnern kämpfen, ey, ne? Wir machen einfach unseren Job, ne? Ohne große Arena. Schon der erste Boss? Oh. Jetzt geht's ab. Eisriese. Drücken Sie halt um einen Gegner. Ja, ist schon klar. Au! Ich kann ja nicht ausweichen, ich bin hier gefangen! Hallo? Achso. Wieso ist das auf alt? Das ist so dumm. Na komm her. Alter, nicht mehr viel. Nur noch ein Balken. Komm her. Boah, war das knapp. Stirb!